Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Börek-Rezept für euch. Und zwar wieder mit fertigen Jufkan. Also sprich, es geht wirklich zack, zack, schnell. Und man bekommt auch eine große Menge heraus. Und das schmeckt natürlich sehr, sehr lecker. Ja, und wie ich die jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Das beginne ich mit der Füllung, einfach nur, dass die dann abkühlen kann. Dafür gebe ich mir einfach etwas Sonnenblumenöl in eine Pfanne und gebe dann drei mittelgroße Zwiebeln hinein. Ich habe jetzt hier zwei weiße und eine rote genommen, das hat aber überhaupt keinen Grund. Ich habe sie so benutzt, wie ich sie zu Hause gehabt habe. Jetzt werde ich das alles ein bisschen anbraten, schön glasig. Nun gebe ich hier 400 Gramm, in meinem Fall gemischtes, faschiertes. Man kann natürlich ein beliebiges nehmen, das man möchte. Nun brate ich das mit den Zwiebeln an. Nun wird es dann nach Geschmack mit Salz und Pfeffer gewürzt. Man kann dann sowieso am Schluss, wenn das Fleisch vollkommen durchgebraten ist, noch kosten und falls notwendig noch dazu würzen. Wenn das Fleisch dann gut bröselig angebraten ist, können wir dann auch schon abdrehen. Dann gebe ich hier etwas gehackte Petersilie dazu. Das war bei mir so ein halber Bund. Das mische ich jetzt da dazu. Das ist aber natürlich optional. Ihr könnt da natürlich auch andere Kräuter dazugeben. Das ist ganz beliebig, also euch überlassen. Jetzt werde ich das Ganze einfach nur in ein anderes Gefäß hineingeben, einfach nur, dass die Füllung etwas schneller abkühlen kann. Bereite ich mir meine Flüssigkeit vor, mit der wir dann unsere Jufka-Blätter schön einstreichen. Dafür habe ich hier einmal genau 80 Gramm neutrales Öl, also bei mir ein Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch ein Rapsöl nehmen. 100 Gramm Milch. Ein ganzes Ei. Und dann noch zwei Eiweiße. Die zwei Eigelbe habe ich mir jetzt zur Seite gelassen. Die benutzen wir dann zum Schluss zum Bestreichen. Einen halben Teelöffel Salz. Und einen halben Teelöffel Backpulver. Das bewirkt dann einfach nur, dass die luftiger werden drinnen, also ein bisschen aufgehen. Und das Ganze vermische ich jetzt einfach gut miteinander. Seht ihr, so in etwa sieht das Ganze dann aus. Nun habe ich hier eine Packung Jufka-Blätter, die kriegt man bei uns schon fast in jedem Geschäft, das ist mit 500 Gramm. Nun nehme ich mir einfach nur zwei von diesen Blättern und gebe sie nebeneinander so überlappend drauf. Seht ihr, dass man da so eine Verbindung hat? Dann nehmen wir uns unsere vorbereitete Flüssigkeit und jetzt werden wir diese zwei Jufka-Blätter richtig gut mit dieser Flüssigkeit bestreichen, dass die richtig gut damit getränkt ist und die das aufnimmt. Es soll zwar nicht so viel sein, dass es matschig ist und ihr nicht damit arbeiten könnt, aber es soll wirklich ordentlich sein. Nun werde ich den unteren Rand etwas raufklappen, so in etwa, sagen wir mal, ja, 2 cm. Und da verteile ich jetzt einfach etwas von meiner Fleischfüllung auf dem Boden unten drauf. Und ein bisschen weiter oben verteile ich da auch ein bisschen hin. Das mache ich deswegen einfach nur, dass die Teigblätter ein bisschen voneinander getrennt werden und durch die Füllung bzw. durch die Zwiebeln wird das dann auch schön saftig. Ihr müsst einfach nur schauen, dass sich das mit der Füllung ausgeht, aber es ist eigentlich eh genug. Überall so ein bisschen was. Mehr muss eigentlich auch nicht sein, einfach nur, dass die ein bisschen getrennt sind. Und nun werden wir sie einfach nur schön vorsichtig aufwickeln. Ihr werdet eh sehen, nach ein paar hat man schon das Gefühl und weiß, wie sehr die getränkt sein sollten. Seht ihr, da spüre ich jetzt, da ist es jetzt ein bisschen trocken. Da fahre ich dann einfach nur einmal, zweimal mit dem Pinsel so drüber und rolle dann weiter. Seht ihr, man merkt richtig, wie gut die sich einrollen lassen. So, bis zum Schluss. Da haben wir dann so unser Röllchen und dann klappe ich einfach
eine Seite dazu und dann die andere dazu. Seht ihr? Und so sieht das jetzt aus. Und so gebe ich mir das auf mein mit Backpapier ausgelegtes Blech. So sieht das dann bei mir aus. Ich mache das immer so, dass ich die genau so nebeneinander dann auflege. Ich habe jetzt meine Füllung zur Gänze benutzt. Mir sind jetzt nur ein paar Teigblätter übrig geblieben, eh so wie immer. Ich friere mir dann einfach nur die ein und benutze sie dann ein anderes Mal, wenn ich halt mehr mache. Das könnt ihr dann machen, wie auch immer ihr wollt. Oder ihr backt das einfach dann als zweites danach. Von der Flüssigkeit ist mir genau das hier übrig geblieben. Manchmal benutze ich gleich alles, manchmal auch nicht. Ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Den Rest werde ich jetzt einfach nur auf alles schön drüber verteilen bzw. schön draufstreichen. Nun habe ich mir hier einfach etwas Mineralwasser in eine Sprühflasche gegeben. Ihr könnt auch Sodawasser nehmen. Und damit werde ich jetzt einfach nur die schön bespritzen. Seht ihr? Das sorgt auch einfach dafür, dass das wieder schön aufgesaugt wird und dass es dann schön luftig wird, also durch die Kohlensäure. Deswegen nehmen wir auch Mineralwasser bzw. Sodawasser. Nun werden wir die gut abdecken, nicht dass die uns dann austrocknen, nachdem wir sie schön befeuchtet haben. Und lassen sie jetzt eine halbe Stunde lang einfach nur so stehen, damit die ganzen Teigblätter die Flüssigkeit auch wirklich schön aufnehmen können. So, und wenn das dann gestanden ist, nehme ich mir meine zwei Eigelbe und da gebe ich jetzt, ja, nach Bedarf so ein, zwei Esslöffel Öl dazu. Das merkt ihr dann eh. Das Ganze vermische ich jetzt einfach nur. Und dann bestreiche ich sie einfach nur schön gleichmäßig damit. Und nun bestreue ich sie mit etwas Schwarzkümmel und Sesam. Gut, nun kommen die in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für einmal 30-35 Minuten. Danach nehmen wir sie hier raus und geben sie dann wieder in den Backofen. Aber was ich da genau mache, zeige ich euch dann. Nach genau 35 Minuten habe ich sie jetzt rausgenommen. So sehen die bei mir in etwa aus. Und jetzt werde ich sie einfach nur, seht ihr, einmal wieder fest mit dem Mineralwasser besprühen. Und jetzt kommen die wieder in den Backofen für weitere, ja, 10 bis 15 Minuten. So, meine Lieben, und so sehen die jetzt bei mir fertig aus. Die duften richtig herrlich. Ja, ich hoffe, dieses einfache und schnelle Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, falls ihr das Rezept probiert habt, wie ihr es leicht findet. Ja, ich wünsche euch dann noch einen guten Appetit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!